Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Isaac Bonga wurde im NBA Draft 2018 an 39. Stelle von den Lakers ausgewählt. Urheberrecht Getty Images. Update: Isaac Bonga von den Los Angeles Lakers liefert eine starke Leistung gegen die Golden State Warriors ab und schrammt nur knapp am Double-Double vorbei. Der erst 18 Jahre alte Ex-Frankfurter Isaac Bonga hat im letzten Vorbereitungsspiel vor dem NBA-Saisonstart eine starke Leistung gezeigt. Der Rookie kam beim 119:105 der ohne den geschonten Superstar LeBron James angetretenen Los Angeles Lakers bei Meister Golden State Warriors mit 32 Minuten auf die höchste Spielzeit in seinem Team und überzeugte mit 12 Punkten sowie 9 Rebounds und 5 Assists. Topscorer der Partie war Sviatoslav Mykhailiuk mit 22 Punkten. Bei den Warriors kam Klay Thompson in Abwesenheit von Kevin Durant auf 21 Punkte. Hartenstein scored zweistellig für Rockets. Der deutsche Youngster Isaiah Hartenstein bot indes im letzten Testspiel von Mitfavorit Houston Rockets eine starke Leistung und kam beim 121:103 bei den Memphis Grizzlies in 10 Minuten Einsatzzeit auf 10 Punkte sowie 4 Rebounds. Bester Punktesammler war James Harden mit 23 Zählern, 6 Rebounds und 6 Assists. Chris Paul gelang ein Double-Double mit 14 Zählern und 11 Assists. Anzeige: die NBA ab 16. Oktober live bei DAZN, jetzt gratis Monat sichern. Ohne den noch angeschlagenen Dirk Nowitzki haben die Dallas Mavericks ihr letztes Vorbereitungsspiel dagegen verloren. Die Texaner unterlagen nach einer vor allem gegen Ende schwachen Defensivleistung gegen die Charlotte Hornets 118:123 und schlossen die Preseason mit 2 Siegen sowie 2 Niederlagen ab. Doncic und Jordan glänzen bei Mavs. Beste Werfer der Mavs, die am Mittwoch bei den Phoenix Suns in die Saison starten, waren die Neuzugänge Luka Doncic und DeAndre Jordan mit je 18 Punkten. Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber kam bei nur wenig Spielzeit auf 3 Punkte und 2 Rebounds. Der 40 Jahre alte Nowitzki, der vor seiner 21. NBA-Saison steht, wird nach seiner Knöchel-OP im April wohl erst in einigen Wochen einsatzbereit sein. Von Sportinformationsdienst.